So, nachdem ich jetzt den Akku hier aufgeladen habe, das Ganze hat circa 2 Stunden gedauert, bauen wir das Ganze hier einfach mal zusammen. Als erstes nehme ich hier bei der Kamera natürlich die Abdeckung ab. Mal schauen, das ist aufgeklebt. Hier steht halt Fulltime Continuous AF. So, und dann haben wir hier noch den Zettel, der informiert über die ISO etc. So, entschuldigt, wenn ich hier ab und zu mal außerhalb des Fokus bin, aber das ist der große Nachteil bei der 600D. Sie hat keinen Autofokus und fokussiert das halt nicht nach. Und die Sony hat das ja. So, nehmen wir mal kurz eine Detailaufnahme erstmal hier vorne. Seht ihr ja diesen Spiegel. So, hier seht ihr diesen teiltransparenten Spiegel der A55, der halt Licht nach vorne zum Sensor durchlässt. Den Sensor seht ihr auch hier hinten. Und gleichzeitig ein wenig Licht nach oben reflektiert für die Autofokus-Sensoren. So, und jetzt gehen wir weiter und bauen hier die Linse an, das Objektiv. Mal schauen, hier haben wir den roten Punkt. Und hier ebenfalls. Und hopp, fixiert. Zum Demontieren müssen wir hier auf diesen Knopf drücken. Und dann geht es wieder ganz problemlos ab. So, das hätten wir. Jetzt legen wir noch den Akku ein. Die Abdeckung hier ist übrigens fix. Deswegen kann man nicht so ohne weiteres auch einen Batteriegriff montieren, weil es geht nicht ab. Bei der Canon würde es einfach rausnehmbar sein. So, mal schauen, wie rum wir das hier einlegen. So, Klappe zu. Und fertig. So, das ist eigentlich schon einsatzbereit. Ich könnte jetzt noch die Schlaufe hier montieren. Ja, Sony ist ein bisschen sparsamer als Canon, während bei Canon hier mehrmals Canon draufsteht, ist bei Sony lediglich einmal und auf der Rückseite gar nicht. Hier ist dann noch das Alpha-Symbol von Sony. Gut, die werde ich jetzt erstmal nicht dran machen. Wie das geht, wisst ihr ja sicherlich. Wenn nicht, könnt ihr trotzdem noch fragen, dann werde ich das später vielleicht nochmal zeigen. Ja, gehen wir mal zu den Details der Kamera. Ja, die vorderen Funktionsknöpfe. Hier unten ist einmal einer versteckt. Hier haben wir das Wählrad. Hier ist ein Infrarotempfänger, den ihr natürlich dann verdeckt, wenn ihr die Hand drauf habt. Dann haben wir hier oben den Auslöser und einen Ausschalter. Die Taste für ISO, für die Belichtung anscheinend, plus minus. Hier kann man zwischen dem elektronischen Sucher wechseln und dem LCD-Display. Hier ist das Stereo-Mikrofon verbaut. Und hier unten ist der Blitz drunter. Auf der anderen Seite haben wir hier, wie gesagt, zum Lösen des Objektivverschlusses, um das Objektiv abzunehmen, den Knopf. Und Autofokus und manuellen Fokus kann man hier auch nochmal direkt am Body einstellen, in dem Fall hier auch noch am Objektiv. Dann haben wir hier auf der rechten Seite Anschlüsse für eine Fernbedienung, Remote. Dann für Stromversorgung, DC-In. Das heißt, ihr könnt die Kamera auch mit einem externen Netzteil versorgen. Und natürlich auch hier für Mikrofon 3,5 mm. Und was haben wir hier? Den HDMI. Mini-HDMI. Bräuchtet ihr also einen Mini-HDMI-Adapter und ein USB bzw. Mini-USB-Anschluss. Hier seht ihr einmal das Display, die FN, also Funktionstaste für die weiteren Unterfunktionen. Hier zum Beispiel Löschen oder Fragezeichen ist für Hilfe. Das heißt, wenn ihr in irgendeinem Menü seid und nicht genau wisst, was ihr da machen könnt, etc., hier raufdrücken. Dann haben wir hier einen Play-Button für AF-Feld, Display, Weißabgleich, Stemmbildfunktion und so weiter. Und ganz wichtig natürlich der Menü-Button. Und hier oben auch noch das Wählrad für die jeweiligen Optionen. Da der Sucher, beziehungsweise das Display. Sieht man ja hier schon mal, steht drauf, True Black. Ist also wahrscheinlich ein AMO-LED. Wobei, wahrscheinlich auch nicht, weil hier steht wieder LCD, wie man hier sehen kann, wenn ihr das sehen solltet. So, auf jeden Fall ist das Display von der Qualität her, wie ich gesehen hatte, ganz gut. Und das lassen wir jetzt mal hinten offen.
Und hier oben ist halt der elektronische Sucher, wo ihr jetzt natürlich nichts seht. Können ja mal hier ein kleines Motiv hinlegen. So, jetzt schalten wir die Kamera mal ein. So. So, da hat die Canon leider mal kurz die Aufnahme gestoppt. Wahrscheinlich bin warm gelaufen oder so. Also kommen wir wieder zum Menü hier. Also heute ist der 20. Stellen wir jetzt ein. Gehen wir die Taste nach oben gehen. Und zwar der April 2012 und es ist jetzt schon 29:37 Uhr. Denn der Akku hat über 2 Stunden geladen. Es hat ein bisschen Zeit gefressen. Okay. So, damit wäre die Zeit eingestellt. Und das ist jetzt hier in dem Fall, was ihr als erstes seht. Ich habe jetzt hier keine Karte eingelegt. Das werde ich mal schnell nachholen. Den Bereich habe ich euch ja vergessen zu zeigen. Und zwar Speicherkarte ist hier rechts. Ich habe jetzt hier eine 8 GB Karte von Transcend, Klasse 10. Oh, geht sehr leicht zu. So, Image-Datenbank nicht gefunden. Erstellen, ja. Okay. So, und als erstes gehe ich jetzt ins Menü und stelle das Ganze hier auf Deutsch um. Mal kurz schauen, wo ist es hier? Language, Deutsch. So, wieder raus aus dem Menü. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. So, jetzt versuche ich hier mal drauf zu fokussieren. Muss erstmal so. Also das ging recht flink. Hier sieht es mal den elektronischen Sucher statt dem Sucherdisplay. Und wie ihr seht, sind hier unten auch alle Einstellungen drin. Und hier oben haben wir auch noch weitere. Ups. So, das ist die intelligente Automatik momentan. So, ich mache jetzt hier mal ganz kurz ein Foto. So, und jetzt mache ich das Ganze wieder zu, denn was Bilder angeht, etc., das kommt erst in dem ausführlicheren Review. Wobei ihr wisst, meine Videos sind manchmal etwas ausführlicher. Und jetzt gehen wir nochmal hier auf die Menüpunkte ein. Als erstes hier einmal das Bild, was ich gerade geschossen habe. Ein Sechzigstel, Blende 5,6, ISO 1600 hat er jetzt bei der Automatik genommen. Das Bild findet ihr auch in meinem Blog. Ich zeige euch hier mal kurz die Modi-Wählräder, die Einstellung hier. So, ich gehe jetzt mit euch hier das komplette Menü nochmal durch. Und zwar werde ich das größtenteils unkommentiert lassen, nur damit ihr mal seht, was hier alles so alles möglich ist. Da seht ihr die Bildgröße und ich habe jetzt hier RAW und JPEG eingestellt und hier kann man halt entsprechend die Größe nochmal ändern und das Seitenverhältnis 3 zu 2 oder 16 zu 9 auswählen. Dann haben wir hier einige Optionen, die aus sind, weil sie nur in dem entsprechenden Menüpunkt funktionieren. Rauschminderung und so weiter. Das ist im Prinzip selbsterklärend. Der Steady Shot ist der integrierte Bildstabilisator und wir haben hier Aufnahmetipps. Das heißt, hier kann man für die entsprechenden Aufnahmen, die man machen möchte, zum Beispiel Porträt, sich Tipps holen lassen und Hilfen, wie man halt was am besten macht beim Fotografieren. Okay.
Ganz wichtig ist vielleicht noch hier zu wissen, dass man hier sRGB möglichst auswählen soll, außer man will unbedingt in Adobe RGB arbeiten. Sonst wundert man sich am Ende über verblasste Farben, eventuell, wenn man so hochgeladen hat, die Bilder. Ja, Videos, AVCAD oder MP4. Den verschiedenen Modi hier. Denke mal, 50p ist mit der idealste, wenn das Bildmaterial entsprechend rauskommt. Ja, Audioaufnahme geht zwar mit Rauschreduzierung auch, aber leider nicht manuell pegeln. Das funktioniert hier also nicht. Ihr könnt ihr vergeblich suchen. Steadyshot ist der Videostabilisator. Der hat dann den Crop von 1,8. Und das war im Prinzip einmal hier quer durchs Menü. Ganz kurz noch zum Sucherfaktor. Das ist für den elektronischen Sucher. Wenn man den Sucherfaktor jetzt umstellt, was jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, ja, dann soll das alles hier ein bisschen kleiner sein. Es soll für Brillenträger dann halt geeignet sein, weil die dann die Kamera in der Regel weiter weg vom Kopf haben. Schauen wir mal kurz. Ja, es ist auf jeden Fall kleiner jetzt. So, kommen wir jetzt nochmal zum Videomodus. Den kann man hier direkt aus dem Menüpunkt aus dem Typ starten, wenn man auf Aufnahme drückt, wie ihr sehen könnt. Ich versuche jetzt zu fokussieren, was jetzt nicht geht, weil der Deckel ab ist, der auf ist. So. Also die Videoaufnahme läuft jetzt. Ist auch relativ flink, allerdings bei dem Kit-Objektiv, denke ich mal, dürfte man das Geräusch hier hören. Den F kann man natürlich auch ausschalten. Und hier hat man dann auch entsprechend die Anzeige im Menü für den manuellen Fokus. Also ihr seht, oh, was haben wir da? Wir haben einen digitalen Fokus im Videomodus, wie es aussieht. Es könnte sich hierbei natürlich auch um eine Fokussierhilfe handeln. Das werde ich gleich noch feststellen, wenn ich das Video mal am PC betrachte, was ich hier gerade erstelle, und werde es entsprechend hier im Text einblenden. Ansonsten hätten wir wirklich ein vierfach Digital-Zoom zusätzlich noch. So, gucken wir mal, ob man den auch anders steuern kann. Ah ja, hier ist viel smoother mit der rechten Taste, wie ihr sehen könnt. Sehr gut. Wackelt jetzt doch ganz schön. Also der Stabi arbeitet zwar, wie man sieht, aber ich denke mal, er kann auch ein bisschen effektiver eigentlich arbeiten. So, Zoom Ende, so. Und ja, weitere Funktionen haben wir hier. Mal kurz nachschärfen hier. Auf der Rückseite seht ihr den Aufnahme-Info-Button. Und hier kann man entsprechend die Autofokusfelder aussuchen. Und denke mal, Spot ist in der Regel der ideale. Denke ich mir mal. Objektverfolgung geht nur so. Autofokus an. Mir auch nur Objektverfolgung ein oder aus. Also wie ihr seht, sind die Funktionen hier schon sehr umfangreich. Und ich stoppe mal die Aufnahme am besten. So, kommen wir nochmal zum Videomodus. Habe ich mal kurz nachgeschaut, wo man hier das entsprechend einstellt. In der Regel hat er ja nur Automatikmodus. Und das heißt, die A55 konnte nur Vollautomatik. Und hier hat man jetzt auch manuellen Modus. Und zwar erreicht man den über die Fn-Taste. Und dann hier Film, und dann kann man die Programmautomatik, Blendenpriorität oder Zeitpriorität auswählen. So, oder manuell belichten. Manuell belichten. Und hier kann man die ISO halt bis auf 3200 hochstellen.
Oder 100. Automatik geht in dem Modus nicht. Aus. Nein, nicht ins Menü. So. So war das genau. Also nochmal manuell. Und ja, ISO, genau, Automatik geht nicht in dem Modus. Und wir haben hier jetzt noch die Möglichkeit, die Blende einzustellen. Und hier die AL und dann entsprechend das Walrad. Macht auch etwas Geräusch, wie man hört. Das ist nicht schön, wenn das im Film passiert. Und die Belichtungszeit kann man ja auch manuell regeln. Und zwar geht das runter auf bis zu ein Viertel. Und dann, wie ihr sehen könnt, ruckelt es entsprechend. Ja, ganz normal, bei 60 Bildern pro Sekunde sollte man auch mindestens, sagen wir mal, ein Dreißigstel haben. Und am besten ein Sechzigstel oder ein Vielfaches davon. Stattdessen halt die ISO halt lieber hochdrehen. Wobei in dem Fall 3400 schon wieder ein bisschen viel ist. Ja, also manuelle Möglichkeiten sind mit der A57 auch kein Problem mehr. Genau wie natürlich jetzt auch manuell fokussieren. Oder? Ja, das soll es auch erstmal sein mit dem Hands-on und dem Unboxing der Sony Alpha A57. Zum Abschluss noch die schöne Serienbildfunktionalität. Euch mal kurz vorführen hier. So, ich habe es auf den 12er-Modus gestellt. Dabei wird ein wenig gekroppt. Also, ihr haltet nicht das volle Bild, sondern nur einen Ausschnitt, also ein etwas verkleinertes Bild. Und habt dafür bis zu 12 Bilder pro Sekunde. Das klingt dann hier ungefähr so. Und dann ist auch schon der Speicher voll. Und wenn ihr jetzt eine schnellere Karte hättet, dann wird es vielleicht ein bisschen länger gehen. Und wir stellen jetzt mal auf den manuellen Modus. Hier sollte er 10 Bilder pro Sekunde schaffen, ohne dass irgendwie was am Bild geändert wird. Zum Beispiel in RAW. Okay, vielleicht sollten wir vorher noch entsprechend einstellen, dass er Serienmodus Fotos macht. Das war jetzt manuell und mit High. Haben wir eine kleine Auszeit hier, ein Schwarzscreen. Geht erstmal nix. Speichert noch. Speichert immer noch. Ah, jetzt ist er fertig. Ja, zumindest fast wieder Zugriff hier. Gehen wir nochmal Bildfolgemodus. Low. Oder High haben wir hier zur Auswahl. Das haben wir mal Low ausgewählt und jetzt nochmal mit Modus Low. Okay. Die genauen Details, die Unterschiede der verschiedenen Modi könnt ihr dann dem Handbuch entnehmen oder mich fragen, dann gucke ich es nochmal nach. Das soll es dann hier aber jetzt wirklich gewesen sein, weil das Video ist wahrscheinlich wieder viel länger geworden, als ich das eigentlich geplant hatte. Wenn es euch gefallen hat, dann liked, abonniert den Kanal vielleicht, schaut auf meiner Webseite vorbei und ja, über Kommentare freue ich mich natürlich.